Ja, das ist das größte Fest Europas. Das ist einfach voll geil. Da muss man einfach dabei sein, dass man es erlebt hat. Voll cool! Es ist... Man kann sich nicht Worte fassen. Und einfach... Wow! Wir feiern unser Leben durch. Weil das das Event des Jahres ist, da muss man unbedingt hin. Weltklasse heute. Uzi ist hier tonight. Beim Uzi-Fest ist immer eine gescheite Stimmung. Ich habe nur gesehen, es ist das größte Fest, Uni-Fest Europas, und habe überlegt, gehe ich mal hin. Also ich war letztes Jahr da und das ist einfach ein Wahnsinn. Da sind so viele Leute, da sind so viele coole Leute. Echt cool, lässig. Das sind die lange Tradition. Ich bin jetzt sage und schreibe zum zweiten Mal dabei. Und ich werde das dritte Mal auch hoffentlich schaffen. Ich war vorige Woche in Wien unterwegs und habe erzählt, dass ich beim Musikfest bin. Da waren ein paar neidisch in Wien, weil die so ein Fest nicht haben. Also, das wird schon seine Gründe haben. Viele Bekannte wieder, die man da ist. Es ist ganz viel los, mal mehr. Es gibt einmal was aus, dass Graz einmal was hat und nicht so, wenn man sonst fortgeht, immer nur die gleichen Leute, da ist einmal was los, das ist einmal Party. Ich will mal die Studenten so anschauen, wie sie leben und sagen, so, deswegen schau ich daher. Studieren, reisen, die Welt kennenlernen, in die Kirche gehen. Das Leben ist ein Studium, du, es ist ein Abenteuer einfach. Was studiere ich sonst im wahren Leben? Ich studiere meine Gitarre eigentlich täglich. Ich studiere die Frauen, weil ich dieses Schau Gottes muss man erst einmal begreifen, damit man sie auskennt. Wie lange wird das Studium noch dauern? Weiß ich nicht, wahrscheinlich bis an mein Lebensende. Das Fortgehen ist ganz nett, das ist auch ein Studium an sich. Das betreiben wir sehr fleißig. Und wie ist das mit Männlein, Weiblein kennenlernen und so? Ist das ein guter, fruchtbarer Bond da? Also die Burschen hier tun sich ganz leicht. Wir dürfen ja nichts sagen, wir haben ja schon zwei fesche Mädels da kennengelernt, gell? Mann, ist ja kein Problem, winkt's einmal. Ist das Uzi-Fest generell ein fruchtbarer Boden, um jemanden kennenzulernen? Ja, glaube ich schon, ja. Also ich lerne meistens niemanden kennen, aber ich glaube schon, ja. Bei den Hasen kann man es leicht unterscheiden, da gibt es zweibeinige und vierbeinige. Bei den Händeln gibt es nur zweibeinige, also es ist immer schwierig. Die einen werden gebraten und die anderen werden angebraten, das ist, glaube ich, der Unterschied. Willst du heute eine kennenlernen? Drei. Also deswegen bin ich da, nur Sportler. Immer wieder. Und gute Studenten mit guten Noten. Immer wieder. Ich hab so ein Fail für Fußballerspielerinnen. Immer wieder UCV.